Lassen wir ein schlimmes Rennen beginnen, so kann man das leider sagen, nach den bisherigen Eindrücken, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Rennen aus Monaco. Warum schlimmes Rennen? Naja, weil T2, T3 und Qualifying und ich kann schon mal vorwegnehmen, ich bin schon mal probeweise in Kanada gefahren und da war es jetzt nicht so schlimm und von daher würde ich das eher hier als Monaco-Problem ansehen. Na toll, als ob Monaco nicht schon schwierig genug ist, dann auch noch sowas. Aber dann müssen wir dann wohl durch und erstmal heißt Tschüss Fahrerposition. Und noch mehr Minus. Sammeln wir Minuspunkte, müssen wir die noch ausgleichen? Ich glaube nicht. Voicemail von Emma. Na dann, lass mal hören. Letzter werden? Hey, ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. Gar nicht so hochgesteckte Ziele, aber dennoch zu hoch. Also wenn wir das Rennen hier halbwegs beenden sollten, dann wäre das schon eine sehr hohe Erwartung. Ich will es mir gar nicht weiter anschauen, weil das Rennen sehe ich hier leider nach den bisherigen Eindrücken als sehr eigen an. Und das finde ich sehr schade, nachdem F1 2016 vor allen Dingen eben das Rennen zuvor in Spanien so viel Spaß bereitet hat, gibt es hier solche Probleme, die ich nicht wirklich lösen kann. Das schmeckt mir nicht. Aber da müssen wir jetzt durch. Immerhin konnte Harianto aufholen, das wird ihn freuen. Und dann schauen wir mal, ja, Trainingsprogramm gescheitert. Dann sehen wir einfach mal, wie das läuft. Und deswegen würde ich sagen, auf zum Rennen! Bitte warten. Und gleich bitte wegdrücken. Zack! Viel hat sich im Automobilsport seit dem ersten Grand Prix zu Beginn des 20. Jahrhunderts geändert. Wir haben schnellere Autos, wir haben größere Strecken und wir haben top ausgebildete und immer wieder neue Fahrer, die dem Rennsport ihr ganzes Leben widmen. Auch mehr Sicherheit. Aber immer noch kommen wir hierher zurück und immer noch ist das hier der begehrteste Sieg des Jahres. Und immer noch freuen wir uns auf den großen Preis von Monaco. Der erstaunliche Circuit de Monaco hat sich im Grunde seit dem Eröffnungsrennen 1929 nicht wirklich verändert. Doch die schnelleren Rennautos der heutigen Zeit versprechen natürlich viel mehr Spannung in den 19 Kurven vorbei am Casino und an der Küste. Die Stadtrundfahrt ist 3,4 Kilometer lang, aber manchmal sind es nur Zentimeter bis zu den Begrenzungen der Leitplanken. Und während die Fahrer langsam über den Start und die Saint-Devote nachdenken, frage ich mich, Stefan, ob wir heute die eine oder andere Safety-Car-Phase zu sehen haben. Nun, du würdest auf jeden Fall nicht dagegen wetten, oder? Statistisch gesehen ist das natürlich ziemlich wahrscheinlich. 80% aller großen Preise von Monaco haben mindestens eine Safety-Car-Phase. Und das trotz der unglaublichen Arbeit der Ordner hier, die die Autos häufig während einer gelben Flagge aus dem Weg räumen. Trotzdem werden sich die Teams auf den schlimmsten Fall vorbereiten und sämtliche Sicherheitsphasen in ihre Strategien mit einbeziehen. Keine Heldentaten in der Saint-Devote, bitte. Wir sind mitten im Getümmel. Lass uns in einem Stück da durchkommen. Stimmt gar nicht, wir sind ganz hinten. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole. Und daneben steht Daniel Ricciardo. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Rosberg, Vettel, Max Verstappen und Sainz Jr. Alonso, Quert, Massa und Jensen Button. Raikkonen, Gutierrez, Nico Hülkenberg und Magnussen, Palmer, Grosjean, Rio Haryanto und Valtteri Bottas. Eriksson und ein Sauber, Pascal Wehrlein und Sergio Perez vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Stimmt ja, da gab es ja noch Strafen, deswegen sind wir ja doch nicht Letzte, deswegen können wir uns ja doch noch verschlechtern, deswegen sind wir ja doch irgendwie im Getümmel. Ja, wir werden womöglich eine Safety-Car-Phase auslösen. Räikkönen ziemlich weit hinten und die Toro Rosso sowie McLaren Honda, die sind ziemlich weit vorne. Na gut, ich muss mich auch so langsam mal an den Gedanken gewöhnen, dass die Teams sich hier einfach verändern, von der Leistungsstärke her. Was bringt es eigentlich, große Vorräte zu schwingen? Denn es ist klar, was zu machen ist, das Rennen zu beenden. Und ich kann auch noch eins vorwegnehmen. Ich bin ja im dritten freien Training und dann im Qualifying mit ABS gefahren. Das werde ich hier deaktiviert haben, weil ich habe da gemerkt, das war einfach ein Test. Einfach, weil ich nicht daran gewöhnt bin, bringt mir das im Grunde gar nichts, weil ich eben doch ganz anders bremse im Vergleich eben zu ohne ABS. Deswegen
Es war ein Test, aber hat überhaupt nichts gebracht, deswegen wird hier ohne gefahren und mit dem Bremsverhalten wird sich wohl nicht viel ändern und deswegen kann das Rennen hier schon schnell beendet sein. Vor Ablauf der vollen Renndistanz, ja, sehr wahrscheinlich traurig, aber wir schauen dennoch mal auf die Strategie. Nur lila, nur rot, wir werden einen Stop mal anpeilen, denn wir werden, wenn überhaupt, dann nicht nur einen Boxenstop nehmen. Aber ich werde weniger Benzin mitnehmen, das ist für mich soweit klar. Ja, ich spar eh, weg damit. Ich werde sowieso genug sparen, deswegen nehme ich jetzt einfach mal deutlich weniger mit. Ein Stop-Strategie, die wäre auch wieder schneller. Die Reifen halten sowieso lang. Wir fahren erstmals im Rennen die lilanen Reifen. Pardon. Und dann würde ich sagen, lassen wir mal dieses in Anführungszeichen Fest beginnen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ein sauber vor uns. Noch ist der Wagen ganz. Oh Gott, der arme Motor. Okay, die Systemchecks sehen gut aus. Wir müssen die Formation halten und damit anfangen, das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Belaste die Reifen und die Bremsen. Schließlich sollen sie am Ende der Runde warm sein. Ericsson, möchtest du nicht vorbeifahren? Offensichtlich nicht, aber ich glaube, der korrigiert das am Ende der Einführungsrunde sowieso. Aber jetzt fahr doch mal vorbei. So, jetzt sind wir wieder auf der 20. Geordnete Verhältnisse. Kann eigentlich die ganze Zeit mal leicht mit auf der Bremse stehen, um die eben auf Temperatur zu bringen. Das Feld wird sich unten sowieso stauen bei der Geschwindigkeit. Sind sie gerade bei der Haarnadelkurve? Das wäre doch mal eine annehmbare Geschwindigkeit. Der langsamste Gewinn, das wäre mal eine Herausforderung für Monaco. Ich glaube, wir können hier so viel Abstand lassen, wie wir wollen. Position halten, ist angesagt, mir nicht. Toll. Toll, wie die Bremse da wieder reagiert. Gut, die Reifen waren jetzt auch nicht optimal aufgewärmt. Aber die sind doch ganz schön gut weit weg. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das Feld wird sich hier mehr stauen. Ich nehme die Reifen schon wieder zu hart ran. Das kann was werden, das sage ich euch. Wird bestimmt kein Leckerbissen, dieses Rennen. Ihr habt es ja bisher gesehen. Und Kanada lief schon mal besser, was ich schon herausgefunden habe vor diesem Rennen, aber das ist so weit weg. Erstmal hier. So, alle da? Die restlichen Fahrer nehmen Rückwärtsgang. Ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Na, der Start war jetzt noch das Beste, aber was soll ich groß machen? Vorfahren ist nicht drin, weil es einfach zu voll ist. Hier gibt es keinen Platz. Hauptsache, ich fahre jetzt nicht den Wagen kaputt, nicht in der ersten Kurve. Und an sich will ich auch nicht... Oh, da lag eine Nase. Ericsson will ich an sich auch nicht überholen, weil ich werde klar langsamer sein. Da verbaue ich ja bloß seine Rennen. Ey, mich anschieben. Mal gucken, jetzt könnte ich hier wieder vorfahren, ja. Das war bei Fahren 2015 nie gut, weil da in der Haarnadelkurve dann der nebenherfahrende. Genau. Genau. Weil der nebenherfahrende genau so was macht, dann da reinprescht. Jetzt macht doch die Anzeige weg. Als ob das hier nicht schon schwierig genug sein wird. Ich habe null Vertrauen. Ich habe 0,0 Vertrauen in die Bremse nach T2, T3 und im Qualifying. In Kanada lief das anders, wie ich schon vor dem Rennen festgestellt habe. Aber eben diese Unsicherheit, dieses fehlende Vertrauen lässt mich dann auch unsicher und langsam fahren. Das macht es dann auch nochmal eine Ecke schwieriger. Finde ich schade. Also T1 habe ich mir gedacht, toll, Monaco, Gaspedal nicht mehr so anfällig.
wird endlich mal wieder ein Fest werden, weil ich ja Monaco mag. Aber jetzt ist das Gaspedal in Ordnung, jetzt ist hier speziell die Bremse nicht in Ordnung. Finde ich echt schade. Vor allen Dingen, weil es programmseitig so ist. Reifen sind jetzt nicht stehen geblieben, da lag noch ein Nasenteil, was wir überfahren haben. Das war aber nicht unseres. Aber T1 sind wir auch halbwegs besser. Aha, bei Ericsson ist er auch. Gut, er hat das Rennen Wochenende schon auch blöd begonnen. Er hat sich ja auch schon mit seinem Wagen an den Leitplanken vergnügt. Im Qualifying zum Beispiel. Da bleiben jetzt auch die Räder stehen. Es wäre schon schön, wenn ich nicht der Erste wäre, der hier ausscheidet. Aber es wird kein Monaco-Rennen, wie ich mir das vorgestellt habe. Schade drum. Bin wirklich hier mit Hoffnung ins T1 gegangen. Und dann werde ich vom Spiel so enttäuscht. Vor allem nach Spanien. Mann. Die hängen uns wieder direkt die Tafeln vor die Nase. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Zu wenig Benzin, ja, ist ja bewusst gemacht. Bleiben mir auch die Reifen stehen. Mann. Ja, Perez wird das richtig ärgern, weil wir halten ihn auf, solange er sich nicht vorbeiquetscht und es dann richtig böse endet. Hängt er die ganze Zeit hinterher und verliert richtig Zeit auf die da vorne. Mann, das Gaspedal ist so angenehm geworden. Aber die Bremse hier speziell, Monaco, Mann. Ich glaube, irgendwann platzt dem Perez der Kragen. Und der setzt an. Spätestens, wenn ich mal mir einen Fehler erlaube. Jetzt kam hier das Heck rum. Aber eine altbekannte Stelle, da ist es einfach schwierig. Boah. Ich würde, solange es geht, ohne groben Fahrfehler hier durchkommen. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 9,7 Sekunden. Ja, schön. Ericsson hat aber wohl etwas Vertrauen in den Wagen auf der Bremse. Und die Bremse ist hier einfach so verdammt wichtig. Wichtiger ist das Gaspedal. Nö. Und ich bin auch nicht zu blöd, einfach zu grob, um hier richtig anzubremsen. Wenn ihr eben auch die freien Trainings gesehen habt, dann wisst ihr, woran es lag. Also ich hoffe, ich konnte das ganz gut rüberbringen. Man hat es auch teilweise gemerkt, die MFA und die erweiterten Lenkrad-Einstellungen, die Anzeige dort, die haben nicht übereinander gelegen. Echt schade, ey. Schade um die Strecke hier. Aber ich fahre es wirklich gerne. Auch wenn es bisher immer schwierig war. Jetzt ist es die Bremse. Nee. Jetzt schafft's Perez wohl. Jetzt kommt mir das Heck mal rum, weil die Reifen auch noch zu warm waren. Weil mir auch die Hinterreifen stehen geblieben sind. Wenn er das jetzt nicht schafft, na dann selbst schuld. So, Perez ist frei. Jetzt ist nur noch Wehrlein hinter uns. Aber der ist weit hinter uns, ne? Fahrer hinter mir. Wehrlein hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 14,6 Sekunden. Sie fahren mit 9 ultraweichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 21,2. Dann war der also schon in der Box.
Okay. Nur mal gucken, was das hier noch so wird. Noch können wir Paris sehen. Noch. Zack kommt wieder rum. Ist echt eine blöde Stelle, wobei in Monaco gibt es dafür gar keine richtige Stelle. Was am schlimmsten einfach ist, das fehlende Vertrauen, dass ich weiß, dass es nicht funktioniert auf der Bremse. Und dann fahre ich ja noch unsicherer, weil ich eben nicht einschätzen kann, wie ich da jetzt agieren soll. Kurve 1, Sound the Vote geht noch am besten, das Teil liegt ja immer noch. Bei Markus ist der Frontflügel etwas lädiert, das sollte aber seine Zeit nicht beeinträchtigen. So, meinst du? Sowas kostet immer Zeit. Mal mehr, mal weniger. Aber mich überrascht, dass ich noch nicht in der Bande gelandet bin. Das Highlight wäre ja, wenn ich doch irgendwie hier rumkommen würde und einfach vor mir so viele ausscheiden würden, dass das hier noch ein Rennergebnis wird, was man sich gar nicht erträumen konnte. Ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Bisher sind nämlich noch alle im Rennen. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 3,6 Sekunden. Werlein hat ordentlich aufgeholt. Ja, jetzt davon auch noch was weg. In Runde 6 war es erstmalig so weit, dass ich mir die Nase angefahren habe, selbstständig. Plan A. Jetzt hat er auch die Roten genommen. War Strategie 1 das Zauberwort? Wobei, ich kann es auch erstmal mit den Roten probieren, die müssen mir ja sowieso fallen. Mann. Ist wirklich so schlimm? An sich gar nicht. Wenn wir schauen, ist noch kein Dreieck zu sehen. Mal gucken, wie es bei der nächsten Anbremsphase wird. Hä? Was war denn das jetzt? Warum ist der Wagen stehen geblieben? Stop-and-go-Bug jetzt also auch beim Spieler. Also in China war es ja keiner, da der quer hat einen Reifenschaden. Was mir im Nachhinein auch noch aufgefallen ist. Ach, das war gerade ein Stop-and-go-Bug beim Spieler. Hendrik, dir ist es ja auch noch aufgefallen, dass es kein Stop-and-Go-Bug in China war. Dennoch, warum ist Quer da rückwärts gefahren und warum ist er auch stehen geblieben? Feng, schaut mal. Achso, ich habe gerade die Temperatur auf. Wollte sagen, mein Wagen ist wieder ganz. Ah, ich komme die Runde rein. Mann, jetzt gibt es sogar den Stop-and-Go-Bug beim Spieler. Also Codemasters, Monaco läuft hier bei euch gar nicht. Und bei mir gezwungenermaßen deswegen auch nicht. Vorne rechts geht der Reifen nicht ab, aber die Nase braucht sowieso länger. Tja, es gibt gleich auch noch die ersten Überrundungen. Also noch mehr Kuddelmuddel für mich und jetzt mal eine Ausfahrt. Ich bin drüber gefahren. Ich würde gerne mal wissen, was die Strafe hier dann beinhaltet. Bei der weißen Linie überfahren. Aber die Strafe habe ich jetzt wieder nicht rausgefunden. 0,0 Sicherheit mit diesen Bremsen, ey. Und schon in Runde 8 eine Runde zurück.
Toller Witz, Jeff. Als ob es daran liegt. Der Fahrer hinter dir ist in einer anderen Runde. Lass ihn durch, wenn du kannst. Na, soll er halt in noch eine andere Runde fahren. Noch ist er zu weit weg. So, erstmal eine kleine Lücke, aber die wird sich sehr schnell schließen. Ach Gott, ey, diese Reifen, diese Bremsen, Entschuldigung. Die Reifen können nichts dafür. Ey, ist doch doof. Nachdem ich den Wagen gerade quergestellt habe, bin ich nicht gleich flugs nach links ausgewichen, weil ansonsten hätte ich den Wagen auch verloren. Aber so kann man es auch machen. Ja, ich habe da eine Lücke gelassen. Dennoch schön, wie er da einfach reinsticht. Na gut, ich mache auch rechts zu, aber ich war froh, dass ich nach dem Wagenanhänger da halbwegs wieder durchgekommen bin. Schön. Man könnte sagen, ja, ein Glück, dass es vorbei ist, aber ich find's einfach kacke. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberfalle. Ach, gewonnen haben sie dennoch. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Stint zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Das ist aber nicht der First. Sie haben hier wie so oft alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Oh, das ist heute gar nicht so einfach. Aber mein Instinkt sagt mir Valtteri Bottas. Und wenn ich mir das Feld so ansehe, tut sich für mich niemand hervor, der meine Meinung ändern könnte. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Um es einfach nochmal kurz zu sagen, um einfach dem Ganzen nochmal einen Ausdruck zu verleihen, ich find's klar, das Rennen war schon gezeichnet von Runde 1, von T2 im Grunde aus an, auch schon T1, aber da war es noch nicht so schlimm. Ich find's aber auch einfach zum Kotzen, wie ich da einfach gar keine Möglichkeit habe, hier das Rennen ordentlich zu fahren, weil die Bremse einfach nicht funktioniert. Das Gaspedal war bei F1 2015 generell sehr empfindlich, sehr eigenartig, aber die Bremse, das geht hier, vor allem eben in Monaco gar nicht. Mann. Ist zwar jetzt, man könnte sagen, ja, ein Glück ist doch schnell vorbei, aber so sehe ich das nicht. Ich finde es einfach beschränkt, um es wieder mal vorsichtig auszudrücken, dass es jetzt so zu Ende gegangen ist, auch generell, dass das Rennwochenende so verlaufen ist, nachdem es einfach seitens des Spiels mit der Bremse einfach nicht funktioniert. In Kanada funktioniert es besser, das habe ich eben schon herausgefunden, deswegen habe ich auch schon ein Setup angelegt von diesem Rennwochenende, was ich eben direkt mal testen wollte, nachdem ich eben auch das Qualifying erlebt habe. Naja, aber nochmal auf das Rennen zu blicken. Lewis Hamilton, Rosberg, dann Danny Ricciardo, Sebastian Vettel, Verstappen, Raikön hat sich noch nach vorne in die Punkte gekämpft, Button, super Ergebnis, genauso wie Alonso, auch Carlos Sainz, auch wenn der Wagen mittlerweile besser ist.
Massa nimmt gerade noch so einen Punkt mit und der Fahrer des Rennens, der hat leider keinen Punkt mitgenommen, also gut nach vorne gekommen, ja, aber keinen Punkt bei herausgeholt, das ist dann schon schade, aber was soll ich da nur sagen, ne? Quert Grosjean, der Esteban Gutierrez vor seinem Teamkollegen, Harionto sogar auf der 16, hat der richtiges Rennen hier abgeliefert und Eriksson ist auch durch das Rennen gekommen. Ja gut, das Rennen wurde nach unserem Ausfall gänzlich gescriptet. Deswegen sind Ausfälle dann besonders unwahrscheinlich. Der Rundenrückstand. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Was ich hier sonst noch so von diesem Rennen im Spiel in Monaco gerade halte. Es gab Vorfälle in Runde 1, deswegen gab es auch den Nasenabfall. Wie eine Kollision mit Bottas und Eriksson mit Harianto. Und dann gab es eben unseren Ausfall und dann gibt es gar nichts mehr nach unserem Ausfall, weil das Rennen eben komplett dann gescriptet wurde. Und da werden dann wohl auch gar keine Berührungen, eventuelle Berührungen, Safety-Car-Phasen und überhaupt dann berücksichtigt. Das Rennen war jetzt nicht allzu lang, aber es war lang genug für einen Stop-and-Go-Bug, also echt mal. Angefangen beim Start. Der Start war gut, aber ich konnte nicht wirklich nach vorne fahren, weil da vorne einfach zu war. Und hier hat auch jemand schon seine Nase beschädigt, aber auch hinter uns hat sich jemand seine Nase beschädigt. Ein deutsch-deutsches Duell, nachdem es ein deutsch-schwedisches Duell gab. Hier, Nasenschaden bei Pascal Wehrlein. Deswegen war er eben so weit hinten. Das war also er, der uns da hinten angedotzt hat. Wir sehen es nochmal, zu dritt in die erste Kurve wird eng und es wurde zu eng für einen, für Daniel Quert. Quert hat links an der Bande seine Nase angeschlagen und konnte damit weiterfahren ohne Boxenstopp. Und ja, dann waren sie besonders langsam. Ich bin da einfach auch zuvor schreien, ganz klar, aber was macht ein Harianto da? Der brettert dem Bottas da richtig drauf und zum Glück geht ihm auch die Nase kaputt, ansonsten wäre es ziemlich unfair gewesen. Und jetzt will ich euch mal was zeigen. Hört ihr das auch? Ich bin gerade beim Zurückspulen, das Bild bleibt stehen, es flackert auch etwas, aber ich musste die Wiederholung noch einmal neu starten. Rennwiederholung, also da läuft irgendwas seit dem letzten Update beim Spiel gar nicht so richtig, oder es ist alles Zufall. Kann auch sein, also Rennwiederholung neu gestartet und zur nächsten Aktion gesprungen. Das Aberwitzige, kurzes Rennen, aber ein Bug entdeckt und diesmal wirklich. Stop and go Bug, weil ich war noch auf der gleichen Gaspedalstellung. Wie eben zuvor während der Fahrt, aber der Wagen ist mal stehen geblieben. Ein Glück ist der mir nicht ausgebrochen, aber so ein Quatsch. Ach mein Kurt Masse, ihr legt immer noch einen oben drauf. Ich zwar auch gerne, aber hier bei dem Rennen mit der Bremse konnte ich nicht viel machen. Ja, und dann war ich erstmal froh, dass ich den Wagen soweit wieder gefangen habe. Hätte zwar sofort nach links gemusst und die Spur sofort frei machen, indem ich mich einfach hätte rollen lassen, aber das habe ich in dem Fall dann einfach nicht gemacht. Das war auf jeden Fall ein Fehler, aber es war heute nicht rennentscheidend, klar. Ich wollte aber auch nochmal schauen, dass ich den Wagen da jetzt nicht nochmal wegwerfe, nachdem das eben mit der Kontrolle nach einem Fastdreher wirklich schwierig ist, wenn die Reifen eben überhitzt sind oder eben, wenn sie zu dreckig sind. Jetzt ist das Rennen vorzeitig vorbei, das zweite Rennen vorzeitig vorbei nach China und ich meine, es wird nicht das letzte in dieser Saison bleiben, da wird es bestimmt noch was geben, aber ich kann euch schon mal vorwegnehmen, diese Bremsprobleme sind nur in Monaco ganz speziell, in Kanada habe ich zwar, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, das will ich mal vorwegnehmen, in Kanada habe ich auch erst einmal Probleme, das kann ich schon sagen, aber es wird nicht so sein wie in Monaco, ganz und gar nicht, das kann ich euch schon mal sagen. Deswegen ärgert es mich nochmal umso mehr, dass das spielseitig ist, dieses Problem, dieses Bremsproblem. Finde ich einfach sehr schade, hoffe einfach mal, dass es mit dem nächsten Update wieder behoben wird, aber das werden wir mal sehen. Was ich euch jetzt noch sagen kann, ich werde wie im Qualifying wieder am Ende ein Schwarzbild dranhängen, also wenn oben das Zeichen für das Nachwort verschwindet, dann dürft ihr abschalten, guten Gewissens, denn danach wird nichts mehr kommen, ich werde da auch nichts drin verstecken. Könnte man zwar machen, aber werde ich nicht machen. Vielleicht, wenn ich mal nichts ankündige, könnt ihr mal reinschauen, aber mal sehen. Mal sehen, erstmal kommt jetzt Kanada, da wird wieder alles besser. Denke ich mir, hoffe ich mir. Aber das werden wir sehen. Bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.